Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Over mich. Ich wollte ein paar Sachen mir ins Gesicht. Oh, ich bin mit Zahn. Nee. Oh mein Gott, ich bin so verplant heute. Ich habe hier so ein wunderschönes Oberteil an und ich dachte, ich liebe so eine Oberteile auch so schulterfrei. Ich finde es nur nervig mit BH und ich mag keine trägerlosen BHs. Das mag ich einfach nicht. Ich finde, die geben nicht einen die Sicherheit, dass man irgendwann nicht doch die Nippel sieht. Ich habe hier gestern die Foundation Review hochgeladen oder nicht hochgeladen, aber gemacht. Ich werde natürlich erst die Foundation Review. Mir gefällt es allerdings überhaupt nicht ohne Primer. Ich werde sie jetzt mal austesten mit Primer. Ich habe sofort trockene Lippen. Das ist unglaublich. Da geht irgendwie habe ich totale Sahara. Ganze Körper, obwohl ich echt nicht... Trinke ich viel? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich, wir benutzen ein paar neue Produkte oder auch ältere. Gemischt. Ich habe hier ein Chaos, das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil alles... Oh ja. Mein Sohn, ich habe das Hochbett. Also ich zeige euch erstmal, was ich benutze, glaube ich. Und zwar habe ich die Laura Lee Palette gekauft. Und zwar Cats Pyjamas oder Cats Pyjamas. Irgendwie so Eyeshadow Palette. Ja. Das ist die Umverpackung, so sieht's aus. Und ich finde das eine wunderschöne Alltagspalette, um ehrlich zu sein. Die habe ich übrigens der Nadine nachgekauft. Ich verlinke mal ihren Kanal. So sieht es aus. Sie hat einen Look dazu kreiert. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte mich schlau machen. Das Folchen schmeiße ich gleich weg. Ist gar nichts für mich. Super schick, muss ich ehrlich sagen. Ich finde auch, dass die Verpackung mega geil ist, weil... Wer hat schon so eine schöne Verpackung? Ich habe mir die weiteren Paletten mal von ihr angeguckt. Ich habe ja schon die Laura Lee, die bunte, Animals, irgendwas. Und noch so eine braune. Letztes Mal war es bei irgendeinem Online-Shop sogar reduziert. Da hätte ich fast, ja, hätte ich ein Schnäppchen gemacht halt. Aber dann doch nicht. Von daher habe ich es nicht gekauft. Also ich wollte eh nichts kaufen, ich wollte nur mal gucken und in Warenkorb machen. Dann würde ich sagen, starten wir. Und zwar trage ich meinen liebsten Primer auf. Ich guck mal, was ich suche mal zusammen. So, mein Primer habe ich gefunden. Ich benutze den Essence You Better Work Proof Primer. Den finde ich echt gut. Den kann ich euch wirklich ans Herz legen. Da stopft so ein bisschen die Poren, ohne dass man Unreinheiten bekommt. Hat ein SPF von 20. Was auch nicht in den Poren sichtbar ist, was mal toll ist. Und ja, es geht um einen neuen Vertrag. Und letztes Mal, wisst ihr noch, als ich gesagt habe, Vodafone hat mich angerufen wegen Optimierung. Das war eine Verarschung. Ich war dann in dem Vodafone-Shop und die haben gesagt, dass sie mich gar nicht angerufen haben. Und wenn, dann rufen sie niemals vom Handy aus an, sondern immer von dem Haustelefon. Von unserer, ja, dann war ich so skeptisch. Auf einmal, als ich ihn an der Strippe hatte, hat mir gar nicht gefallen. Ja, ich habe irgendwie so Hautfetzen und das nervt. Ich benutze einen. Seht ihr, wie weiß mein Gesicht eigentlich ist im Gegensatz zu meinem Körper? Das ist unglaublich. Ich finde in der Kamera noch schlimmer als in live. Aber was meint ihr, was im Sommer dann los ist? Wir haben jetzt Mai. Und ihr solltet mal meinen Rücken im August sehen. Und ich laufe ja nicht oben ohne, ne? Also selbst wenn ich auf den Balkon ja gehe, dann bestimmt nicht oben ohne. So, meine Nase hat sich auch, glaube ich, regeneriert so ein bisschen, aber relativ trocken. Die Poren sind jetzt sozusagen, ja, gut vorbereitet. Ich werde meinen Beauty-Schwamm jetzt nass machen und komme dann nochmal zu euch zurück. Wobei ich versuche einen anderen Schwamm. Ich versuche den mal von Ebeling, der hat kleinere Poren. Vielleicht ist so eine wasserbasierte Foundation besser mit einem fester... Also nicht festeren, aber wenig porigen Schwamm, weil wenn man die so nebeneinander hält, ich hoffe, ihr seht das, dass der relativ, relativ große Poren hat. Im Gegensatz zu dem, finde ich. Und deswegen probieren wir den heute mal aus mit der Waterweight Foundation von MAC. Ich bin wieder da. Ich hole euch einen Ticken näher dran. Und dann zeige ich euch mal diese Foundation hier. So sieht sie aus. Ich habe schon ein komplettes Video über sie gemacht. Ich habe immer noch keine Ahnung, was sie kostet. Ich denke, dass sie über 20 Euro kostet, wenn ich an die 30 geht. Sie ist mir auch relativ hell, aber darum geht es nicht. Es geht mir darum, dass ich das Gefühl hatte, sie hatte sich gestern einfach komplett in die Poren gesetzt und war hier ganz hässlich. Also ich sah einfach nicht schön aus. Es hat mir einfach nicht gefallen.
Ich werde das jetzt versuchen, einfach mit den Drops nochmal ordentlich zu mischen. Das machen viele YouTuber, darum geht es mir nicht. Aber mir geht es einfach darum, dass ich sie einmal komplett mischen kann. Ich mag zwar kein Gemische, also ich mag kein Gemische mit Darkening Drops. Ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, was ich hier mache, glaube ich. Gerade bei so einer flüssigen Foundation kannst du sie eigentlich fast gar nicht auf dem Handrücken mischen. Und trage sie jetzt erstmal auf. Seht ihr die Kackwürste da? Ich verblende das Ganze jetzt erstmal und dann trage ich lieber noch eine Schicht auf. Und ja, los geht's. War das Finish? Am Anfang fand ich echt toll, aber vielleicht ist es einfach auch dieser Lichtschutzfaktor, der gar nicht geht. Und wenn die überhaupt nicht funktioniert, dann geht sie weiter, weil da ist noch genug drin für jemanden, der mehr Freude daran haben wird als ich. Da ist mehr als über die Hälfte noch drin, also drei Viertel voll ist es auf jeden Fall. Ich würde sagen, vielleicht höchstens 10 Anwendungen wurden entfernt. Das ist natürlich eine leichte Foundation, ja. Aber ich habe auch lieber eine leichte Foundation, die ein bisschen meine Haut ebnet, wie total zugeklatscht zu sein, wie bei der Superstay. Die ist zum Beispiel gut, um Fotos zu machen, ja. Also gerade so Instagram-Bilder oder sowas. Aber im Live, da wollt ihr mich mit der Foundation nicht sehen. Mein Beauty-Blender hat sich verabschiedet gerade. Ja, also ich finde das eine gute Lösung hier mit dem Darkening Drops. Ich habe gerade überlegt, ob ich meine Waschmaschine am Laufen habe. Habe ich aber nicht. Ja, das ist so ein Baby, da weiß ich noch nicht. Für helle Häutchen auf jeden Fall was. Also wenn ihr heller seid als NC15, dann kann ich die euch ans Herz legen. Für mich ist das gerade gar nichts. So, ich trage mir natürlich ein bisschen Concealer auf. Da benutze ich den von Essence. Den möchte ich jetzt einfach platt machen. Da ist auch, ihr seht immer nur so am Rand und ganz unten was drinne, aber auch wenn ich da den Stopper entferne, geht das. Das fliegt nicht gleich raus, das Produkt, und ich kann es komplett auskratzen. Weil das Problem ist bei den Maybelline Teil, da hole ich den Stopper nimmer raus. Das war ein einziges Gesiffe, weil der so flüssig, also dieses Alkohol hat ihn so flüssig gemacht. Ich weiß gar nicht, wie jemand sagen kann, der mag den. Bei mir brennt es in den Augen, wenn ich ihn nur aufmache. Aber Geschmäcke sind verschieden und auch Empfindlichkeitsgrad. Ich bin eigentlich kein empfindliches Häutchen. Aber ich weiß auch nicht. So, auf der Nase. Wie gesagt, ich habe eigentlich nur eine Stunde Zeit und wollte sehr viel noch machen. Und kurz in den DM. Und am liebsten wäre mir aber auch Rossmann gewesen. Aber ja, so ist es halt. Weil ich brauche so einen Aktivschaum irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ich brauche einen Aktivschaum. Ich sette das Ganze und setten tue ich das mit meinem MAC-Puder. Ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt irgendwas. Ich möchte einfach gucken, wie die Foundation sich mal mit anderen Produkten verhält, bevor ich sie aussuche. Einer meiner liebsten Pinsel für Puder oder Bronzer ist dieses Set hier von BH Cosmetics. Ich muss sagen, dieses Set ist das einzigste, was ich vollständig noch habe und was ich echt gut finde und euch einfach nur ans Herz legen kann, da die Pinsel wirklich zu gebrauchen sind, auch wenn man viele hat, man findet da einfach seine Schätze drin. Es ist wirklich ein Auge wert. Seht ihr, ich gleiche das ein bisschen mit MAC 200 Gelb aus und dann bin ich Minion. Und wenn ich heute in die Stadt gehe und kacke aussehe, toll. Und die Knie-OP von meinem Freund ist auch nicht so die beste gewesen irgendwie. Der hat jetzt, nachdem er angefangen hat natürlich zu arbeiten, hat er Schmerzen und da ragt irgendwas raus. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber aus seinem Knie, wenn er es beugt, ragt irgendwas raus und es ist sehr spitz. Ich hoffe nicht, dass es ein Knochen oder eine Schraube ist, die ihm das Leben einfach schwer macht. Sonst darf er wahrscheinlich wieder sich unter das Messer legen. Ich habe keine Ahnung, heute haben wir einen Termin bekommen. Der ruft ja selber nicht an, ne? Das Ganze fixiere ich aber trotzdem noch mit dem Manhattan, ja, wie heißt das? Manhattan Compact, Soft Compact Powder Natural Look. Ich liebe dieses Puder. Ich finde, das hat so einen schönen
Weichzeichner-Effekt. Gerade wo man halt einfach Bronze aufträgt, dass es nicht fleckig wird. Das ist so ein toller Puderpinsel, wirklich. Also dieses, wie heißt das? Blushing. Ich guck mal und schreibe das euch am besten einfach hin, bevor ich 10 Jahre überlege, wie das heißt. Mein Feuerzeug. Ja, zum Konturieren und Bronzen. Ich möchte nur so ein bisschen aufwärmen. Da benutze ich zurzeit den Ton. Die Palette wird nicht leer. Die wird einfach nicht leer. Ich sehe schon so diese Fändchen. Seht ihr das? Aber da ist irgendwie so viel, da ist nicht viel Produkt drin. Aber das Problem ist, die ist so gut pigmentiert, dass man oftmals einfach zu viel erwischt. Und ja, ich kann es einfach nicht gebrauchen, eine Palette, die so stark ist. Wisst ihr, denn, dass es immer so too much ist. Finde ich echt unnötig. So, habt ihr Bock eigentlich auf eine Wunschliste? Ich habe ein paar Sachen fotografiert. Also nicht ich selber. Ich habe irgendwo irgendwas mal gesehen, was mir super gut gefällt, was ich unbedingt haben möchte. Und ja. Genau. Also das sieht gerade eigentlich echt schön aus, auch mit der Foundation. Okay, an der Nase crackt sie ein bisschen auf. Ja. Aber sonst finde ich gerade aktuell, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ich hoffe, da dunkelt jetzt einfach nichts nach. Von. Ja, ich finde, man sollte öfters mal Quatsch in seinem Leben machen. Denn das Leben ist manchmal schon schwer genug und anstrengend. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man Quatsch macht. Ja. Ich ziehe meine Augenbrauen nach, mache Primer drauf, dann hole ich euch nochmal dazu, dann fixieren wir nachher unser Gesicht erst, wenn wir das Blush drauf haben. Und als Blush Duo möchte ich das hier ausprobieren, das ist von Joé und heißt Flirt. Ich wollte einfach gucken, wie die Blushes sind. Ich finde es eigentlich ganz süß, ganz, ja, ganz passend eigentlich, so einen Rosé-Touch zu haben, auch gerade mit der Palette. Und ihr wisst ja eigentlich, dass nur wenn ich einen Look mache, heißt das nicht, dass es Bombe ist, sondern ich teste super gerne eine komplette Palette. Ich mache heute natürlich einen Look, weil ich ja noch was vorhabe. Aber es wird noch ein Look mit der Palette folgen auf meinem Kanal, ist ja klar. Ich mache immer lieber ein paar mehr, wenn ich was wirklich empfehlen möchte. Und sage, okay, ich kann natürlich meinen ersten Eindruck euch schildern, ja klar, aber nicht sagen, hey Leute, los ab in den Sephora oder weiß was ich. Ich glaube, die gibt es beim Beautylish oder so. Beauty Bay, Beautylish, einfach diese Produkte. Ich habe keine Ahnung. Oder Look Fantastic. Ich weiß nicht mehr, wo ich mal wieder gelandet bin. Ja. Okay, alles klar. Wir sehen uns. Ciao. Ich bin wieder da. Wir können weitermachen. Und zwar habe ich ja dieses Blush Duo mir ausgesucht. Das ist Flirt Blush Duo. Und ja, ich wollte so ein kleines bisschen rosane Wangen haben und hoffe, dass das einfach klappt. Ich mache mal meinen großen Pinsel dafür sauber. Einfach in diesen Teilchen. Den Deckel habe ich schon auf Seite gelegt, weil das immer aufzumachen, das nervt mich. Ich bin so faul, was Deckel aufgehen angeht. Ja, ich gehe in das rosane Blush rein und hoffe, dass ich nicht gleich too much erwische. Naja, sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich war gestern bei einer Freundin und die arbeitet ja auf einem Hof. Das hatte ich euch mal erzählt gehabt. Und dass sie so kleine Ziegen hat. Da waren wir gestern und die Ziegen sind natürlich gewachsen. Sind zwei, nee, Quatsch, keine Ziegen. Zwei schwarze Schafe. Oh, mal richtig gesagt. Zwei Schafe, nee, zwei schwarze Schafe, so rum. Und ja. Ich finde die echt süß. Sie sind groß geworden. Sie sind nicht mehr so anhänglich, glaube ich. Und meine Kinder haben es natürlich gefeiert. Ne? Das ist echt toll. Und sie hat Honig. Und da sind Walnüsse drin. Und oh, ich könnte das da reinschlemmern. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, das ist so, so lecker. So. Als Blush finde ich cool.
Also das Blush kann ich euch schon mal empfehlen. Esst nicht zu viel und nicht zu wenig. Also genau richtig. Und dann toppen wir das Ganze und tragen uns ein bisschen davon auf. Ich weiß nicht, ob das so ein einfach ein Blush-Duo-Topper, weiß ich was ist. Oder so, weil ich glaube, das ist, dass ein bisschen Schimmerpartikel hat. Aber ganz, ganz wenig, die man kaum auf dem Gesicht wahrnimmt. Also ich nehme keine wahr. Ich sprühe auch gleich mein Gesicht mal an. Dass ich richtig schön drin bade. Das mache ich immer mit diesem Revolution Oil Control Ding da. Von daher muss das auch mit der Foundation klappen. Und ja, genau, wir kommen jetzt dann zur Palette. Oh Gott, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, hier zu sitzen. Ich finde das Packaging cool. Ich finde es auch cool, dass sie was Eigenes rausgebracht hat. Ist ja auch eine YouTuberin. Ich habe keine Ahnung, ich gucke ihre Videos nicht an. Ich gucke wirklich nur James Charles an, wenn er Make-up-Looks macht. Dann, und den habe ich auch erst letztens, also die, im Mai und im April entdeckt. Und ja, wenn die da jetzt so Clinch haben, das ist deren Sache. Damit habe ich nichts zu tun. Ich würde meine Palette auch nicht kaputt machen. Auch wenn ich eins von den beiden hätte, kaputt machen. Ich habe auch die James Charles Palette gekauft. Und ich würde sie deswegen nicht kaputt machen, weil ich habe es bezahlt. Und wenn ich sie so gut finde, müsste ich sie mir ja nochmal kaufen. Dann würde ich ihn ja noch mehr unterstützen. Also von daher, ich finde das totaler Quatsch, was die Leute da eigentlich im Netz machen. Und dass alle auf einmal ihre Meinung dazu äußern. Ja, entschuldigt. Ich weiß, dass es Klicks gibt, ja. Das ist schon klar. Aber lasst doch mal die Leute, wie sie sind. Nicht jeder ist perfekt auf die Welt gekommen, ja. Nicht jeder weiß, wie man sich mit 19 verhalten soll. Und außerdem, ich wüsste auch nicht, ob ich nicht anders da wäre, sag ich mal, wenn ich auf einmal so viel Geld hätte, wo ich nicht weiß, wohin damit, dieser Ruhm, dieses, ne, man weiß nicht, wie man eigentlich selber wäre. Also nur Leute, die sagen können, okay, ich habe mir was Eigenes aufgebaut, nur die können ja auch behaupten, dass sie so geblieben sind. Ich trage mir den hellen Ton auf, bevor ich hier weiterrede. Und ich finde, dass jeder seine Meinung dazu äußern muss. Ja, klar, er macht Fehler, aber gibt ihnen doch die Chance, es einfach gut zu machen, ja? Vielleicht muss, man muss ja auch Fehler machen, um zu wissen, was gar nicht geht. Keiner von uns ist fehlerfrei und keiner von uns macht irgendwas perfekt. Und ich habe vergessen, dass ich einen grünen Lidschatten gestern damit aufgetragen habe, aber anscheinend hat das Ding wirklich alle Pigmente rausgerissen. Und dass alle jetzt darauf rumhacken, wie er ist, und davor hat keiner sich beschwert, und nur weil jetzt eine große YouTuberin ein Video dazu macht und sich deswegen, ja klar, es ist schwierig, als Außenstehender irgendwas dazu zu sagen, deswegen sollen die das doch bitte unter sich klären. Und vielleicht hat er dieses Video gebraucht, um einfach drüber nachzudenken. Vielleicht hat es einfach ihn nicht gebracht, nicht drüber zu schwätzen. Ich hole mal kurz meine Pinsel. Ich meine, ich kann auch nur sagen, dass ich ja auch Fehler in meiner Freundschaft begangen habe, die hätten vielleicht nicht sein müssen oder wo ich mir gar keinen Kopf drum gemacht habe, um ehrlich zu sein. Und die andere Person es einfach aber total falsch von mir fand. Und ich mir darüber gar keine Gedanken eigentlich gemacht habe. Ich bin jetzt hier in diesen Ockerton reingegangen, den trage ich mir auch großzügig in die Lidfalte auf. Und dass jetzt so ein Hehl draus gemacht wird, so ein Riesenelefanten da aufgerissen wird, obwohl es deren Sache ist. Ja, Meinungen. Nur die zwei wissen, was passiert ist. Nur die zwei können das untereinander klären. Kein anderer Mensch kann das klären. Und je mehr sich einmischen, je mehr Probleme kommen einfach. Das ist einfach so. So Freundschaftsdinger muss man einfach selber klären. Ich denke, dass das einfach das Sinnvollste ist. Und deswegen.
Der Ton ist schon mal schön, gefällt mir schon mal sehr gut. Ich gehe auch heute so ein bisschen in dieses Bordeaux, denke ich, mit dem Gold. Das macht mich total an. Ich finde, diese Palette ist sehr, sehr alltagstauglich und gefällt mir sehr gut. Ich verblende hier nochmal mit diesem etwas helleren Ton den Übergang zu dem Ockerton. Ich fange jetzt mal andersrum an, je nachdem, wie mir der Kopf wächst. Ja, es ist halt einfach, ja, es ist halt einfach scheiße. Leute, lasst sie doch mal einfach und das legt sich. Heute habe ich gesehen, hat Tati irgendwas gepostet, aber wie gesagt, ich muss mir das immer alles übersetzen. Ich habe jetzt viele Übersetzungen auf Russisch auch gesehen und ja, ich bin nicht die perfekte Englischsprecherin oder auch Versteherin. Klar, wenn es um Schminken geht, versteht man es ja, weil man sieht. Aber was die da genau im Detail erzählt, das haben jetzt einige deutsche YouTuber auch erzählt. Okay. Das muss auch sein, ne? Das muss alles sein, über die jetzt da so. Ne? Ja, er hat es vielleicht gebraucht, sie hat es vielleicht gebraucht, wer weiß. Sie hat welche dazu gewonnen, die bei ihm abgegangen sind, ja. Keine Ahnung. Ich gehe hier in diesen bordeauxfarbenen Ton rein. Ich hoffe, das passt irgendwie zu meinem Oberteil heute, was ich da mache. Und trage mir das mit so einem kleinen Pinsel erstmal großzügig auf. Und dann verblende ich das nochmal. Ich möchte es so ein bisschen dunkler halten. So einfach, dass es die Farbe, ja gut, die Farbe ist es jetzt nicht, aber so, dass es da nahe kommt. Wahrscheinlich ziehe ich eh ein Oberteil an, wo man das Oberteil nicht sieht, wie ich mich kenne. Da weiß keiner, was ich hier kreiert habe. Was ich mir hier für eine Mühe gegeben habe. Und den Ton trage ich natürlich auch unten am Wimpern ganz auf. Und hole erstmal meinen Concealer aus der Lidfalte. Was mich ja persönlich gar nicht stört. Klar rede ich auch drüber. Aber mir geht es eigentlich persönlich eher mehr um diese Freundschaftsdinger. Ich habe auch schon Scheiße gebaut und das tat mir wahnsinnig leid, aber ich musste darüber natürlich kein Video machen. Ich habe mich mit jeder Freundin, ich meine, Freundschaft macht auch aus, dass man einen Streit hat und sich dann aber auch wieder einkriegt. Und ich denke, dass die zwei einfach ihre Zeit brauchen. Das Video hätte es gar nicht geben sollen. Das hätte sie ihm vielleicht persönlich einfach mal sagen sollen, sein Verhalten und. Ja, warum zieht man andere Leute mit rein? Das verstehe ich nicht. Ich gucke sie beide trotzdem noch. Also, es ist mir wurscht, was bei denen ist. Und ja, genau. Dann verblende ich das Ganze noch. Ich werde sie trotzdem weiter schauen. Finde ich ganz, ganz schön. Und dann, meine Lieben. Was mache ich? Weiß nicht, ob ich. Doch, ich mache meinen Pinsel kurz sauber und möchte das Kopfer. Das sind so, so schöne. Also diese Palette hat mich einfach farblich sehr angesprochen. Das ist eine super alltagstaugliche Palette, deswegen kannst du mich einfach angesprochen. Es hat sich neulich jemand bei eBay bei mir wieder gemeldet, wie so oft. Ich gehe in den hellen Ton erstmal rein und setze mir in den Innenwinkel. Und wollte ein Fahrrad kaufen, weil ich habe eins, das ist aber echt reparierbedürftig. Habe ich natürlich nicht teuer reingestellt, sondern ich will es einfach loswerden. Aber ich möchte halt auch nicht immer alles verschenken, weil ich habe auch mal Geld dafür gezahlt, sage ich mal. Wenn jetzt jemand aus meinem Verwandtenkreis das Fahrrad bräuchte, nimm mit, reparier es, mach. Aber ja. Ich nehme einen fluffigeren Pinsel und trage mir das Gold hier mal aus der Palette auf. Das finde ich wunder, wunderschön. Guck mal, was das macht. Wirklich schön. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Die Palette war neu. Man muss sie so ein bisschen ankratzen, sage ich mal, dass die Partikel da miteinander kommen. Ich sprühe meinen Pinsel an und gucke, was noch rauszuholen ist, einfach. Aus dem Ton. Mit Fix Plus natürlich. Im Moment mit Fix Plus war ich jetzt nichts. Außer das Öl Control und das würde ja eigentlich dagegen wirken. Das dürfte dann ja nicht so schön schimmern. Tolle Farbe, gefällt mir sehr, sehr gut. Steht mir auch, denke ich, ganz gut. Dann gehe ich hier in das Bronzige rein.
und trage mir das hier so auf. Dann nochmal mit dem Rotton, hier so, da wo das Gold einfach zu viel Pigment verloren hat. Dann gehe ich mit meinem Puderpinsel nochmal hier so an die, da sind nämlich kleine Goldpartikel runtergefallen, aber wirklich nicht viele. Das hat es einfach so ein bisschen aufgewirbelt. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut, passt auch, denke ich, ganz gut zu dem Look. Das Einzige, was ich jetzt noch machen würde, ist vielleicht noch diesen Ockerton nehmen. Und mit diesem 506er Lieblingspinsel im 506er in das Ocker gehen und hier noch am Wimpernkranz arbeiten. Oh, scheiße. Falscher Ton. Passiert euch das auch? Ihr denkt so, nicht da, nicht da. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Eine wunderschöne Palette, wirklich. Am unteren Wimpernkranz, glaube ich, arbeite ich auch noch so ein bisschen mit dem Schwarz, um zu gucken, wie das hier ist. Ich möchte aber nicht zu dunkel werden. Ein wunderschönes Schwarz. So ein bisschen im Außenwinkel. Wisst ihr, dass man eigentlich theoretisch nur so ein... bisschen dunkler wird. Ich finde das wunderschön gerade. Ich finde, die Farben haben sich super verblenden lassen. Ich bin super begeistert. War ich ja auch schon von der Animal Palette da. Von der ganz knalligen. Wirklich eine wunderschöne Palette. Es gibt auf jeden Fall noch einen zweiten Look. Ich denke so, ja, was Nudiges, Neutraleres, ohne Rot. Vielleicht auch was Smokiges. Mal gucken. Ich feiere die Palette jetzt schon. Highlighter technisch. Puma. Ja, mit Maybelline. Super interessant, dass eine Kooperation da stattgefunden hat. Wirklich. Ich finde, die Maybelline-Teile sind echt gut. Also wirklich gut pigmentiert. Haben einen tollen Glanz. So wirklich. Auch putrig, ja, aber... passt. Also es passt zum gesamten Look, finde ich. Und ich bin super gespannt, wie die Foundation heute Mittag wird. Dann würde ich auch sagen, verdichte ich meinen Wimpernkranz ein bisschen mit einem Liquid Liner und dann hole ich euch nochmal dazu. So, meine Lieben, Wimpernkranz habe ich verdichtet, einen ganz, ganz dünnen Lidstrich habe ich mir gezogen und ja, wie gesagt, ich feiere den Look gerade mega. Ich finde, das passt richtig zu mir, das sieht gut aus. Ich fühle mich wohl, ich kann wirklich in die Stadt, bis auf die Foundation, die mag ich jetzt immer noch nicht. Also die Foundation ist, glaube ich, nicht so meins. Ich trage mir einen Lippenstift auf und zwar von Clinique, das ist Blushing Pop 01, den finde ich super schön. Für den Alltag. Wirklich eine ganz, ganz tolle Farbe. Sie ist braun, geht aber eher in dieses rosastichige Braun, dann sieht es nicht aus wie Scheiße auf meinem Lippen. Das ist einfach so. Und die Zähne wirken nicht ganz so gelb, wie sie sonst immer wirken, wenn ich Lippenstift drauf trage. Somit schließe ich meinen Look ab und ich mache mein Trash-Paket gleich auf. Ich freue mich. Ich kann euch natürlich sagen, die Palette ist gut. Ich finde, sie hat einen tollen Look gemacht. Die Farben ließen sich super gut ausblenden. Ich kann natürlich ein Däumchen nach oben geben, wie die Palette ist. Und ja, hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei zu sein. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viele Themen angekratzt und aufgehört, mittendrin zu reden. Das passiert mir nämlich öfters, dass ich einfach so, duff, Thema vorbei. Aber so ist es halt bei mir. Dann trage ich mir ein bisschen Parfüm auf. Ich guck mal, wie das riecht. Jill, Sander Jill. Ach ja, das riecht gut. Gefällt mir sehr gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet eben, wie gesagt, Spaß bei dem Video. Wir sehen uns einfach beim nächsten Style & Talk. Quatschen und Richten nenne ich das. Und ja, genau. Bis denn.
Tschüss.